Hey, gratuliere zu Young Gun. Nächstes Level beim 5 Kilometer Laufkurs erreicht. Voll geil. Heute sprechen wir über das Thema Übertraining. Jetzt wirst du zu mir sagen, Justus, Übertraining, was willst du denn von mir? Wenn ich jetzt einfach joggen gehe und noch 5 Kilometer trainiere oder vielleicht auch andere Leute, die ein Ziel haben, Marathon zu laufen oder so, da brauche ich doch nichts über Übertraining zu wissen. Das ist doch totaler Quatsch. Das Übertraining, das kriegen doch nur Hochleistungssportler. Wir haben die Erfahrung gemacht, ist eben nicht so. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, es gibt ganz viele Pläne und Apps, die versprechen, super schnell abnehmen und super schnell definiert aussehen und alles. Das Prinzip von diesem Trainingsprogramm ist, dass du jede Einheit volle Pulle machst. Das ist cool, weil du sau viel Kalorien verbrennst, weil du natürlich einen sehr hohen Trainingsreiz hast, weil du schnell Muskulatur aufbaust. Ja, aber auf der anderen Seite ist es einfach kompletter Bullshit, weil du dich unter professioneller Anleitung einfach zerstören lässt oder selbst zerstörst. Die Erfahrung haben wir gemacht bei ganz vielen, bei denen wir zugeguckt haben oder teilweise auch selbst die Erfahrung gemacht, gehört auch dazu. Deswegen, wir wissen, von was wir sprechen. Und du musst ja nicht unbedingt die Fehler machen oder das am eigenen Leib erfahren, im Übertraining zu sein, weil wenn du da mal drin bist, dann bist du richtig im Keller und dann geht eine Weile gar nichts. Und bevor das Übertraining kommt, da gibt es ein paar Warnsignale, wo man dann weiß, okay, jetzt muss ich meinen Umfang, also das heißt mein Trainingsumfang, meine Kilometeranzahl oder die Häufigkeit der Einheiten einfach ein bisschen reduzieren. Und das erste Warnsignal, das es so gibt, das ist, wenn du keine Leistung mehr bringst. Du strengst dich so an wie immer, aber irgendwie hast du keine Power mehr, die Zeiten werden nicht mehr besser und du läufst eigentlich nur noch hinterher. Das kann ein, zwei Einheiten mal so sein, da ist es vom Trainingsplan her vielleicht so gedacht, aber wenn du merkst, boah, jetzt eine Woche lang geht einfach nichts mehr, dann auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen, oh, du bist vielleicht im Übertraining. Das zweite ist, wenn du bei der Arbeit oder in der Schule, im Studium Konzentrationsschwierigkeiten hast, wenn du dich einfach nicht mehr gescheit konzentrieren kannst oder was damit einhergeht, dass du ein bisschen rastlos bist oder so, ja, irgendwie dich gehetzt fühlst. Das ist so der zweite Punkt. Dritter Punkt ist, wenn du dich schnell gereizt fühlst und einfach gleich auf 180 bist. Vierter Punkt ist, wenn du einfach keinen Bock auf Training hast. Wenn du eigentlich jemand bist, der sich was vorgenommen hat und gesagt hat, ey, ich mache den Trainingsplan und es lief eigentlich voll gut und war cool und du hast einfach keinen Bock mehr. Und zwar nicht nur einmal, einmal hat jeder keinen Bock. Also es ist bei uns auch so, dass wir denken, oh, heute ist Scheißwetter, heute habe ich einfach keinen Bock rauszugehen oder oh, ich bin irgendwie müde, letzte Nacht war lang oder keine Ahnung, viel Stress im Job, was auch immer und dann ist es mal zäh, aber dann geht man und dann geht es einem danach dann meistens auch wieder besser. Und das letzte Warnsignal, das wir haben, das ist, wenn du Schmerzen hast. Wir haben ja bei der letzten Einheit darüber gesprochen, was Muskelkater ist. Und es kann schon mal sein, dass du Muskelkater hast, aber wenn du losläufst, dann sollte der eigentlich so langsam nach dem Einlaufen immer weniger werden und dann irgendwann weggehen. Wenn du jetzt aber merkst, die Schmerzen bleiben, dann ist irgendwas nicht in Ordnung und dann ist deine Muskulatur überbelastet und dann ist es ganz wichtig, dass du die Notbremse ziehst und sagst, Stopp, Pause, heute lasse ich die Einheit sausen und gehe das nächste Mal vielleicht einfach nur ganz kurz laufen und komme dann so langsam wieder rein. Das ist im Prinzip so, was es beim Übertraining an Warnsignalen gibt. Und es ist immer so, dass die Warnsignale meistens nicht alleine auftreten, sondern meistens kommen die dann in Kombination. Und wenn du so ja, ein, zwei identifizieren kannst, dann macht es Sinn, einfach ein bisschen zurückzufahren. Und weil dein Körper einfach im Prinzip gerade im Keller ist, aber sobald er dann wieder sich erholen kann, dann geht es auch wieder hoch und dann wirst du auch schnell wieder Spaß haben.
Das war's zum Thema Übertraining, kurz und knackig. Ich hoffe, dass du mit unserem 5 Kilometer Laufplan nicht ins Übertraining kommst. Wir haben ihn eigentlich so dosiert, dass die Pausen immer ausreichend sind und du bist ja auch von der Belastung her immer in dem Bereich drin, dass du dich wohlfühlen solltest, weil wir viel über das subjektive Belastungsempfinden machen oder eben über die Herzfrequenz. Aber dennoch, wenn du diese Warnsignale merkst, kann auch sein, dass der Druck eben von außen kommt. Das heißt, durch Job, Familie, Schule, was auch immer, dass dann einfach ja, zu viel zusammenkommt und dass du da einfach den Sport ein bisschen zurückfahren kannst. Nochmal herzlichen Glückwunsch zur Young Gun, zum nächsten Status beim Laufkurs. Vielleicht kannst du ja kurz unten in die Kommentare reinschreiben oder uns ein Like da lassen, wie es dir geht und ja, was du bisher so für Erfahrungen gemacht hast. Bis dann, ciao!